So, da sind wir wieder. Factorio, ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen das laufen lassen, habe hier ein bisschen dargestellt, was da drin gemacht wird. Habe mir hier oben schon alles zusammengetragen, was ich brauche. Was dann jetzt losgeht mit der Batterie, die ich gerade geforscht habe übrigens. Oh, hier gibt es nochmal die nächsten Module. Grüne, reine Produktivität, reine Geschwindigkeit, okay. Und hier kommen wir dann zu den Sachen wie Munition und so ein Quatsch. Ja, da geht es dann nochmal um, Alter, Roboports. Roboport Mark IV, der ist dann sogar bedeutend besser als der, oh, richtig krass besser als der Yo-Oki. Von dem Bereich halt her, leider vom Laden her nicht. Das heißt, man könnte eins machen: Man könnte beide nebeneinander stellen, immer. Einen solchen für die Reichweite und einen Yo-Oki für die Ladekapazität, weil er eben 15 sich dran aufladen könnte. Das ist sogar mehr als in dem Charging Point. Der Charging Point, ja, bietet für 9. Der kleine normale Charging Point für 4 nur, der für 9, aber das reicht ja auch nicht. 15 ist natürlich noch krasser. Jo, okay. Okay, können wir dann überlegen. Was wir jetzt machen ist, ganz einfach, Fabrik aufbauen. Faktorisierungsgebäude. Wir möchten herstellen. Zwischenprodukt. Ist ein Zwischenprodukt, oder? Nein? Ist ein Produkt? Na, dann ist es halt ein Produkt, leg mich doch am Arsch. Silbernitrat. Also brauchen wir Nitrogendioxid und Silber. Und daraus mache ich dann. Zusammen mit Sodiumhydroxid, Silberoxid. Also erstmal Silbernitrat. Das heißt, ich knall zuallererst mal das hier rein. Ja, das brauchen wir nicht trennen. Das ist, geht ganz klar einfach da rein schon. Mehr ist es nicht. Zack. Da. So, auch hier bitte natürlich vierfach. Übertragung. Und hier dann. Zack. So. Ja, das Ganze wird ganz normal in der. Nee, in der Chemiefabrik wird es hergestellt. Okay, ist auch recht. Dann stellen wir uns da mal einfach. Ja, so. Ich denke mal, die werden so beliefert. Na, klar. Also stellen wir uns hier davon mal 4 Stück hin. Ja, ich würde sogar sagen, Moment, wie viel stellt denn das her? Wie viel Silbernitrat? In 5 Sekunden eins nur. Na? Genauso, das sind 5 Sekunden nur eins. Was braucht denn die Batterie? Das ist nämlich die hier. Wird in 5 Sekunden hergestellt, brauche aber wieder Sodiumhydroxid, Silberoxid, Zinkplatte, brauche ich noch und Kunststoff. Ich brauche ein bisschen mehr Silbernitrat und Silberoxid. Also gut, das heißt, wir machen das mal fünffach hier. Ja, Schmarrn, was meinen hier? Ich muss schon genug Abstand lassen, ne? So. Wo wird denn dann das Silberoxid hergestellt? Wird es auch in der Chemiefabrik hergestellt? Ja, wir müssen noch ein paar Chemiefabriken herstellen. Okay, dann werden wir das hier trennen natürlich. Zehn wird hoffentlich reichen, ja. Ich meine, es ist ja so, dass ich, diese Dreierbatterie eigentlich nur für das Wissenschaftspaket brauchen. Wenn ich davon erstmal einen Puffer habe, ist es ja auch wieder okay. Ja, von daher, es passt. Es ist okay. So, dann stellen wir das mal da. Machen wir das mal fest hier. Aber bis hier dann genauso. Schmarkopf, so. Schmarkopf. Ich möchte mal echt den Tag erleben, wo ich keinen Blödsinn mache. Beim Versuch, was zu bauen. Ich glaube, den wird es nie geben. Schon wieder. Ne? Wir sehen, schon wieder Unsinn gemacht. Das ist Wahnsinn. So, weil dann haben wir nämlich jetzt alles hergestellt, um die nächsten Wissenschaftspakete dann auch gleich zu machen. Also noch nicht, aber gleich. Okay. So, hier rein kommt natürlich ein Band. Das dauert relativ lange. Wir können das also mit normalen Greifis beliefern. Weil die lieben. Ich krieg einen Anfall, echt. Die liefern ja mittlerweile auch mehr als. Als eins mit einem. Ach Mensch! Mit einem Greifer.
Es ist zum Kotzen, ehrlich. Ohne Scheiß. Ich habe gerade eine sinnlose Silberplatte ins Inventar genommen. So. Das heißt, ihr sollt mir herstellen Silbernitrat. Ihr kriegt also die Platte. So, jetzt macht er das erstmal voll. Dann hole ich mir jetzt Chemiefabriken. Und dann geht's weiter. Ja, dann ist das doch ganz schön krasser, als ich dachte eigentlich. So, weil dann brauche ich für die eigentliche Batterie zusätzlich noch Kunststoff. Die da. Kunststoff und Sodiumhydroxid und Zink. Nochmal. Mann, was für ein Scheiß. Okay, eine Anforderungskiste. Da sind wir. Hehehe, hier oben geht's natürlich nicht rein. Moment. Machen wir das anders. Machen wir das hier. So. Also, Zink. Anfordern. So. Ja, 3000 eigentlich. Tatsächlich Kunststoff. Ist ein ganz normales Produkt, wird nur hier anders hergestellt. 3000. Und Sodiumhydroxid nochmal. Das ist ein Zwischenprodukt. Ne, ist ein Produkt sogar. Auch wieder 3000 am besten. Also das knallt mir jetzt alles leer, aber gut, was soll's. So, wir brauchen dann davon jeweils, ja nicht so viel, das schaffen ganz normale Filterärmchen. Du nimmst dann hier, nimmst mir meinetwegen das Sodiumhydroxid raus. Du nimmst ganz normal, nimmst mir die Zinkplatte raus. Und du nimmst hier und nimmst mir Kunststoff raus. Und dann los geht's. Okay, dann passt das. Was fehlt mir dann? Nix, weil das Silberoxid wird innen hergestellt. Passt. Da kommen sie an. Ja, in langen Schwärmen, in großen Schwärmen, wie auch immer. Problem dabei ist natürlich, dass mir jetzt die ganze Zeit meine Wasserelektrolyse durcheinander haut. Mal schauen, wie die klarkommen. Werden wir schon irgendwie schaffen. Jetzt hole ich mir erstmal Chemiefabriken. Weitermachen können. Ich nehme an, die Batterie wird ja auch in der Chemiefabrik hergestellt, oder? Nö, die ist eine ganz normale Fabrik sogar. Die stinknormale Batterie ist Chemiefabrik, das ist witzig. Aber die alle danach sind ganz normale Fabriken. So ein Blödsinn. Na gut. Wenn wir auch gleich ein bisschen weiter forschen, wobei das natürlich auch wieder Sodiumhydroxid frisst. Das ist einfach fantastisch. Was ist denn das hier? Ach, die stehen da und warten auf Laden. Ja, wie gesagt, ich habe eindeutig zu wenig Ladestationen. Deswegen wäre es einfach eine Idee, die Yoki-Hangare als Zusatz zu nehmen und tatsächlich dann doch eher mit den Bob-Hangaren zu arbeiten, weil wenn wir es gerade gesehen haben, Bob-Hangar 3 und 4, die gehen ja voll ab. Die sind auf jeden Fall besser als die Yoki-Hangare. Selbst der 3er ist ja schon besser. Naja. Warte mal, wenn ich das so sehe. Hangar. Selbst der 2er ist besser im Konstruktionsbereich. Im Versorgungsbereich nicht, aber im Konstruktionsbereich. Hart. Aber okay. So, Kunststoff wird schön hergestellt. Das heißt, mir frisst es auch natürlich gerade wieder das Chlorin weg und Alkangas. Ja gut, aber müsste noch gehen. Ich müsste mich dann vielleicht zwischen den Folgen demnächst wieder ein bisschen um meine Ölversorgung kümmern. Eventuell das ein oder andere abreißen, damit wieder nachproduziert wird. Ja. Na gut. Die Chemiefabriken, was machen denn die eigentlich für eine Herstellgeschwindigkeit? Ja, fast 2. Das ist, glaube ich, okay. Wir brauchen nicht Chemiefabriken, 3 herstellen. Und wenn, stelle ich mir davon einfach ein paar per Hand her. Weil das alles andere ist Käse. Gut. So, Fabriken kann ich mir auch gleich auf dem Rückweg mitnehmen. Ganz reguläre Montagemaschinen. Brauche ich nämlich auch noch ein paar. Dann müssten wir mal Module weitermachen, aber das werde ich so offscreen soweit vorbereiten, weil das ist jetzt nichts weiter. Wir haben ja gesehen, die besseren Module vorbereitet haben wir schon. Ich habe sie noch nicht fertiggestellt. Na, das kann ich dann machen. Bis Modul 5 will ich es auf jeden Fall haben. Also definitiv auch für Fabriken, für die Montagemaschinen. Modul 6, 7, 8 und so, die werde ich
mir einfach so schnell irgendwo eine mehr oder weniger Proforma-Fabrik hinstellen, nichts Richtiges. Da geht es mir dann rein und einfach darum, wo wird denn der Achter um? Da geht es mir rein und einfach darum, die Module zu haben, um mir meinen Kampfanzug und was herzustellen. Ja, weil die werde ich nicht benutzen. Naja. So. Das ist ein bisschen wenig fast. So ist besser. Und da können wir uns auch gleich noch welche mitnehmen. 12. Sind dann 99. Ja gut, geht auf. So, weiter geht's. Dann haben wir Montagemaschinen, wir haben Chemiefabriken, wir können weitermachen. Ja, wie gesagt, ich habe die ersten Kraftwerke aufgerüstet auf Stufe 5. Noch nicht alle, aber jetzt haben wir definitiv kein Problem. Und auch wenn die jetzt nachts dann die hier getötet werden sozusagen, passt jetzt trotzdem noch alles gut. Im Moment brauche ich natürlich auch nur deshalb so viel. Ich war vorher bei 270 Megawatt oder so. Im Moment brauche ich natürlich deswegen so viel wegen der ganzen Roboter, die rumfliegen und sich laden müssen. Das kostet natürlich immer extrem viel. Das wird sich aber normalisieren, sobald das in einer regulären Produktion ist. Im Moment müssen sie ja praktisch noch die Initialzündung erstmal machen, ne? Weil die Kisten ja leer waren. Ne? Die müssen erstmal bringen ohne Ende. Aber die werden ja dann auch demnächst damit fertig sein und dann lässt es etwas nach. Gut, gut. Ja, die Steine habe ich mir, die zwei Billo-Steine wie Rubin und Saphir, habe ich mir jetzt große Lagerkisten reingestellt. Damit, weil die Holzkisten halt wenig Kapazität haben, damit von den höherwertigeren Steinen noch ein bisschen mehr reinkommen, weil, also von dem Erz, ne, weil Diamanterz war fast nichts drin. Klar, Diamant ist nicht so viel, ist ja logisch. So, das war das. So, das ist soweit fertig. Das werde ich auch nicht lagern, das ist Quatsch. Das bringe ich jetzt einfach rauf und dann wird es oben weiterverarbeitet. Weil alles lagern ist echt Unsinn und das wäre absoluter Unsinn. Nee, falsch. Hier kommt's raus. Nein? Ach Quatsch, hier kommt's raus. Nee, hier. Mein Gott. Okay, so. Daraus dann das da herstellen zusammen mit Sodiumhydroxid. Was hier ist, das muss ich aber trennen, weil Sodiumhydroxid braucht. Jetzt habe ich es doch da nochmal reingestellt. Das ist doch eh Quatsch. Naja, dann haben wir halt einen Puffer. Ist egal. Also das ist eigentlich Käse, weil ich hab's hier schon. Warum habe ich es denn hier nochmal rein? Ach, du bist ein Depp, Matze. Na egal. Egal, dann brauchen wir es nicht trennen, was soll's. Ja, da werde ich nicht langlaufen, also warum soll ich mir da jetzt eine Rücksicht nehmen? So. So, und das Ganze kann man natürlich zusammenstellen, weil das braucht 1-1. Ganz einfach. So. Wird getrennt. Wird wieder in der Chemiefabrik hergestellt, oder? Silberoxid, ja. Können wir sogar dichter zusammenstellen. Und da wir einen Puffer haben, würde ich das sogar rostfrech machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind dann 12. Ich denke, das ist okay. Das müssten die hinkriegen. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt, dann merke ich es. Wenn es mir irgendwas leer zerrt. Dann gibt es halt zwischendurch mal ein Problem. Das ist mir dann auch egal. Ich hätte mal ein Problem. Abgesehen davon habe ich ja unten in der anderen Fabrik noch die andere komplette zweite Seite, die ich noch notfalls füllen könnte. Zumindest einseitig, ne? Nicht beidseitig, weil dafür reicht der Platz nicht mehr, aber einseitig könnte ich es machen. So. Okay. Dann. Wird jetzt hier Silberoxid hergestellt. Das andere war Silbernitrat, glaube ich, was hergestellt würde. Genau. Und jetzt eben Silberoxid da draus. Ich wünsche euch Spaß. So. Jetzt könnte man sich das Ganze vielleicht schutzmäßigerweise sogar in eine Pufferkiste stellen. Also vor allem das Silberoxid. Oh ja, das frisst aber doch ganz schön. Das ist ein bisschen schlecht berechnet. Ja, egal. Jo, das wird leer gefressen. Die schaffen das nicht, hinterher zu kommen. Ja, okay. Also tatsächlich, die packen das nicht.
weil die eben genauso viel fressen und dann geht natürlich die Post ab. Würde ich hier aber glatt in eine Pufferkiste stecken. In eine ganz einfache. Mit einem regulären. Dann lässt es nämlich auch demnächst nach, wenn das nämlich alles voll ist hier, der Belt. Und der nicht schnell genug abnehmen kann, der normale Greifvieh, der langsame. Dann passt es wieder. Dann kommen die hier auch wieder hinterher. Lassen wir mal so, wie es ist. Gut, das wird es. Dann kommt natürlich die nächste. So. Und da soll mir dann eben hergestellt werden, die Batterie selber. Ich brauche Kunststoff, Silberoxid, Sodiumhydroxid, Zinkplatte. Sodiumhydroxid und Zinkplatte kann man mal hier zusammenstellen. Einfach. So. Kunststoffstange kann man dann zusammenstellen mit dem Silberoxid. Kommt meinetwegen dann von oben hier raus. Würde ich aber glatt hier so machen. Warum? Vielleicht mache ich doch noch mehr. Vielleicht mache ich ja doch noch eine... Oh. Okay, wir nehmen rote Bänder. Vielleicht mache ich ja doch noch mehr. Dass ich eine zweite Ding ranmache. Und mir hier einfach mal einen Teiler reinbaue. Vielleicht. Ich glaube nicht, aber... Ne? Es wäre zumindest dann möglich. So. Läuft. Aber läuft noch nicht. Nur ich habe es jetzt erstmal vorbereitet. Läuft, aber läuft noch nicht. Das ist wieder so eine Matze-Logik, oder? Geil. Okay. So. Und dann stimmt es nämlich. Zack. Hier wird es dann hergestellt, theoretisch. In der Praxis bin ich mir gerade nicht so sicher, mache ich das jetzt voll oder mache ich doch tatsächlich nur eine Produktion. Die Batterie wird in einer ganz normalen Montagemaschine hergestellt. Lustigerweise. Wir brauchen natürlich ein bisschen Abstand. Ja, das reicht locker. Das ist wahrscheinlich sogar zu viel, aber egal. Wir bauen mal so viel auf. Warum nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind es dann sogar. Wow. Ja, egal. Ja. Ja, mach halt alles wieder weg, Matze. Was soll denn der Blödsinn? So. Wie lange dauert die Batterie? Die dauert auch relativ lange. Es reichen also ganz reguläre. Also reguläre Arme von der Geschwindigkeit her, meine ich, ne? So, hier können wir dann einen solchen machen. Dann machen wir es halt hier genau andersrum, das ist scheißegal. Ja, das ist jetzt unschön, das mag ich immer gar nicht, beim Reinlaufen schon auf Bänder zu laufen, aber das ist dann jetzt so. Mal ganz abgesehen davon, ich habe ja mittlerweile die Belt-Immunität drin, von daher alles gut. So. Gut. So, dann nehmen wir lange Greifies natürlich hier. Die kommen mittig rein. Ist das auf der anderen Seite genau das? Nee, da kommen sie aufs... Eigentlich Quatsch, ne? Nee, da kommen sie aufs untere. Ja klar, ganz einfach. Da kommen sie einfach nur aufs untere. Mehr ist da gar nicht anders. So. Ja, können wir einfach mittig hier drauf auf das Band. Ja, unten halt nicht. Das ist dann auch egal. Scheiß drauf. Ja gut, warum nicht? Machen wir es mal so. Versetzt. Ich sag mal was Lustiges, mal was Neues ausprobieren. Hahaha. Ha, ha. Vor allem so viel Neues. So viel toll anders jetzt da dran. Okay, zack. Und wieder eine Pufferkiste. Ich weiß, die ist ein bisschen sinnlos, aber ich stehe da drauf. So. Ist ja wurscht, die können wir oben rauslassen. Ja, warum nicht? Ist doch egal. Zack. Okay. So.
Jetzt lassen wir erstmal alles auffüllen und dann geht es praktisch weiter. Ach ja, sieht aber gut aus. Die kommen sogar hinterher. Und wie gesagt, die haben ja einen Puffer sowieso, weil ja hier was drin ist. Schon 700, weißt du was? Bring das mal auf den Belt. Das geht zwar jetzt schief, aber das ist mir jetzt wurscht. Bring das auf den Belt. Jetzt frisst mir nämlich alles leer gleich wieder. Wascht! Gut. Das wäre also die nächste Batterie. Wie sieht es denn hier aus? Im Moment eigentlich sogar ganz gut. Die kommen gut hinterher, die Robis. Es hat sich wahrscheinlich auch wieder normalisiert. Ja, es ist nicht mehr bei 340, sondern noch bei 320 Megawatt. Im Moment natürlich voll von den kleinen Dingern gemacht. Von den Tiny, also winzig. Besser wäre natürlich dann jetzt eben Small. Es gibt dann, glaube ich, noch bessere. Ne, das sind die ganz kleinen. Ich glaube, größere gibt es gar nicht. Genau, aber die haben halt dann 5 Megawatt Leistung, das fetzt schon, das ist in Ordnung. Meine Heli hier finde ich auch lustig. Aircraft habe ich, glaube ich, auch schon so ein bisschen vorbereitet. Ich weiß gar nicht, kenne ich schon die ersten Flugzeuge? Und gerade mal gucken, erweiterte Aerodynamik, habe ich das schon? Ne, ich glaube nicht. Mm-mm. Also wenn, dann nur die erweiterte Aerodynamik, aber nicht die Aufklärungsflugzeuge oder so. Scheint mir glatt nicht so zu sein. Oder sind die bei Moment, die könnten auch beim Militär sein. Ich bin mir nicht ein, ich hatte Frachtflugzeuge schon irgendwo gesehen. Ist vielleicht bei Bobs Logistik? Ja. Da ist das Aufklärungsflugzeug bis Raketenwerfer. Da ist Aufklärungsflugzeug bis Maschinengewehr. Und da ist das Frachtflugzeug. Genau. Alles gut, sind nämlich auch schon da. Das ist Tank Mark II. Ja, das ist der normale Panzer. Hier ist der Tank Mark II. Der hat dann 2,5 Gesundheit statt 2000. Etwas höheren Energieverbrauch, Effizienz erhöht. Nicht schlecht. Ganz nett. So, Nitrogendioxid passt. Also haben wir sozusagen unsere Batterie jetzt. Wie weit ist denn das hier? Ja, das wird ja ganz schön gefüllt hier. Das ist doch nett, dann werden wir den gleich mal den Auftrag geben. Und du legst aber was fest, und zwar kriegst du einen Begrenzer rein, weil du brauchst die Kiste absolut nicht füllen bis zum Erbrechen, das ist Bullshit. Du wirst mir also die Batterie auslesen. Diese Bob-Batterie. Hier, Silber-Zink. Und zwar meinetwegen bis 2000, was sowieso sehr viel ist. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel schon, aber ist ja egal. Gut. Ich glaube nicht, das geht sonst bis 10.000 oder so. Das ist zu viel. Lest die aus bis 2000 und gut ist es. So. Hier sieht es immer noch ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, die sind bis hier gefüllt. Das ist ja gar nicht so schlecht. Das würde nämlich bedeuten, dass ich jetzt das Ganze mal starte. Und hier sind trotzdem noch 600 drin. Ja, nett. Die Batterie braucht halt auch 5 Sekunden. Also es braucht alles gleich. Das heißt, es wird jetzt wegfressen. Vor allem, weil hier jetzt... wie viele Fabriken davon sind? Zu viele eigentlich. Egal, wir machen das. Hopp, auf geht's. Macht mir Silber-Zink-Batterie. Das ist nämlich genau das, was mir fehlt, um das Wissenschaftspaket für Zubehör zu machen. Alles andere habe ich auch, glaube ich, schon im Anforderungskisten. Nee, Baumaterial geringer Dichte habe ich noch nicht. Aha, na sehen Sie. Während das also sich stapelt. Titanium-Bierung habe ich in Anforderungskisten, Silikonnitrid, in Anbieter meine ich, Prozessoreinheit sowieso, den Elektromotor. Jetzt fehlt mir noch das Baumaterial geringer Dichte, das hatte ich nur vorbereitet. Gut, viel Spaß, leg los, saug mir das Belt alles leer. Ich wünsche dir was. So, wir kümmern uns währenddessen um Baumaterial geringer Dichte, was ich nur vorbereitet hatte, aber nicht gemacht habe. Schande über mein Haupt. Was braucht denn Baumaterial geringer Dichte? Weil nämlich Kunststoff, Alu und Titan. Das hatte ich hier irgendwo angefangen. Genau. Ich bilde mir sogar ein, ich habe schon eine Fabrik davon rein. Ich habe bloß nicht losgelegt damit. Gucken wir uns an. Doch, da ist es doch. Alles gut, habe ich auch schon. Und ist auch in Anbieterkisten. Wunderbar. Also haben wir alles. Das heißt, wir tun nur noch die Batterie raus. Und dann kann ich... loslegen. Beziehungsweise würde ich die in dem Gebäude, wo ich jetzt gerade die Batterien baue, vielleicht sogar gleich die Wissenschaftspakete fertig bauen und bringe die Wissenschaftspakete von hier oben nach unten. Ist doch scheißegal. Ja, weil da ist Platz drin. Noch. Genug. Also hopp. Das heißt, wir brauchen noch eine Anforderungskiste. Dann fangen wir mal so an. So.
Das heißt, ihr fordert bitte an. Nur mal gucken, was. Also, Titan Bearing. Das brauche ich. Machen wir 1000 Stück. Fordert ihr bitte an. Dann Prozessoreinheiten bitte. Am besten gleich 2000 Stück. Fordert ihr bitte an. Dann Baumaterial geringer Dichte. Das ist ein Zwischenprodukt, ein ganz reguläres. Da fordert ihr mal 1000 wenigstens an. Ja, und das war's ja schon hier. Mehr geht da nicht rein. Die Batterie haben wir dann. Was brauchen wir noch? Elektromotoren und Silikonnitrit. War's das dann? Ja. Okay. Das können wir weiter oben also machen. Machen wir hier nochmal eine Anbieterkiste hin. So. Und ihr dürft dann anfordern Elektromotor, 1000 Stück. Ja, und Silikonnitrit, das ist ein Bobmaterial. Das ist das von dem Keramiken. Auch 1K. Ich wünsche Spaß. So, Baumaterial ist fast fertig. Da wird es geliefert wie die Pest. Alles gut. Wird hergestellt. Batterie wird hergestellt. Hier scheint es immer noch gut zu gehen sogar. Relativ cool. Gefällt mir. Hier auch tatsächlich. Nur, dass es hier halt auf Dauer jetzt leer frisst. Klar. Das wird nichts. Ne? Das kommt nicht hinterher. Das heißt, man müsste jetzt hier doch einen schnellen hinmachen, aber dann kommen die wieder nicht hinterher. Wobei, das sind 2 Fabriken, weißt du was? Scheiß doch drauf. So. Dann können die wenigstens beide Seiten arbeiten, ist doch total egal. Hier, wie gesagt, klappt es nicht unbedingt. Die einen werden auch abgefragt schon, die anderen nicht wirklich. Oh, hier ist bereits ein Viertel von dem, was ich will, drin. Kommt oben raus. Hier, jawohl. So. Wir hätten also vorbereitet nahezu schon die Produktion des Wissenschaftspakets für Zubehör. Das machen wir dann im nächsten Teil. Und dann können wir nämlich auch ohne Probleme, egal was da kommt, weiter forschen. Das wird nämlich dann witzig. Ich meine, im Moment haben wir noch genug zu forschen, was wir sowieso machen müssen, schon allein, bis wir bei der Covax-Anreicherung endlich sind. Aber danach beginnt es dann nämlich langsam. Das braucht bereits nach Wissenschaftspaket für Zubehör. Das hier auch, die logistische Warenlagerung, die großen Anbieterhäuser und Lagerhäuser und was weiß ich was, das wird richtig kreis. Raketeneinheiten dann, ne? Also die Sachen, die mich dann zur Rakete führen, die brauchen definitiv Wissenschaftspaket für Zubehör. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung. Wir sehen uns im nächsten Part beim Herstellen des nächsten Wissenschaftspakets. Ja, läuft. Passt schon. Das hat mir gefehlt, diese Batterie. Die werde ich auch draußen noch in der Anbieterkiste stecken, aber hier drin brauche ich es nicht, weil da bringen wir es gleich einfach hier mit rein. Das wird aber ein bisschen witzig jetzt, weil es braucht dann tatsächlich 6 verschiedene Dinger. Das heißt, viel kriege ich davon nicht hin, viel für Fabriken. Aber gut, muss ja auch nicht sein. Bis dann. Und da fliegen sie hin und her, die Bekloppten.